Herzlich willkommen. Also wir haben schon einen schon ganz gut gefüllten Raum. Mein Name ist Sebastian Gard von Green City. Ich bin Mitarbeiter im Projekt Blühende Bänder. Meine Kollegin, die Lea, ist auch mit dabei und unser Gast und Referent der Tassilo Franke ist auch schon online. Er wartet hier hinter mir quasi oder neben mir. Ich würde allen Teilnehmern, die jetzt sich eingeschaltet haben und schon drin sind, empfehlen, das Mikrofon noch auszulassen, solange bis wir dann die Fragen beantworten. Gerne könnt ihr die Fragen dann in den Chat reinschreiben. Das ist unten, wenn ihr mit der Maus an den unteren Bildschirmrand fahrt, habt ihr so ein kleines Sprechblasensymbol mit auf dem Chat unten drunter. Da könnt ihr dann quasi uns Moderatoren, aber auch allen anderen Fragen und Hinweise schicken. Genau, wenn ihr nicht tausend Gesichter sehen wollt, sondern euch lieber auf das Wesentliche konzentrieren, eben auf unseren Referenten und auf das, was wir dann zeigen wollen und über das wir hier sprechen wollen, könnt ihr die Ansicht wechseln und zwar auf Sprecheransicht. Das ist am oberen Bildschirmrand üblicherweise. Dann sieht man immer nur denjenigen, der gerade spricht und nicht alle anderen. Ich nehme das Video auf. Das heißt, wenn jemand von euch sagt, er möchte nicht auftauchen, dann macht er einfach seine Kamera aus. Genau, ansonsten machen wir ja hier auch keine schlimmen Ferkeleien. Ich glaube, insofern ist das auch für alle in Ordnung, hoffe ich. Genau, ich sehe, es warten noch im Warteraum drei weitere Teilnehmer. Die lasse ich auch noch rein. Und würde dann noch ganz kurz einfach über das Projekt ein, zwei Worte sagen. Das Projekt Blühende Bänder ist ein Projekt, das wir gemeinsam Green City mit der TU München durchführen. Dort sind wir eben aktiv im Stadtraum München und im Straßenbegleitgrün legen wir dort Blühflächen an. Wir nehmen quasi Flächen, die sowieso vorhanden sind, die oft gar nicht besonders wertvoll sind. Oft sind sie sehr stark belastet durch Tritt, aber auch durch Hundekot und so weiter und so fort. Und wir haben uns gedacht, warum testen wir nicht mal aus, wo wir dort am besten. Da drauf gedrückt, du musst da drauf drücken. So, irgendjemand hat hier sein Mikrofon an. Ich schalte es einfach mal still, damit wir hier in aller Ruhe weitersprechen können. Okay. Genau, so war ich stehen geblieben. Das sind EDA-Flächen, die eingesät werden mit Wildblumensamen, um dort einfach zu sehen, wie sich die Bestäuberpopulationen entwickeln können, wie sich die Artenvielfalt entwickeln kann in der Stadt und natürlich auch für die Anwohner. Es ist sehr viel attraktiver. Wir haben viele Vorteile, aber da wollen wir jetzt nicht so intensiv drauf gehen. Wir haben nämlich eine kleine Website, die wird dann bald online gehen, blühendebänder.de. Ansonsten findet ihr auch schon mal Vorabinformationen auf der Green City Website unter dem Projekt Blühende Bänder. Und jetzt habe ich euch lang genug mit dem Projekt selbst gelangweilt. Jetzt starten wir mal durch mit dem eigentlichen Grund, warum wir hier sind. Dr. Tassilo Franke ist hier herzlich eingeladen. Den werde ich euch dann gleich noch mal ganz kurz vorstellen. Während ich die letzte Teilnehmerin Nummer 50 noch eintreten lasse, das ist ja schön. Genau. Ja, der Tassilo, ein quasi Studienkollege von mir, der ist zwar schon früher fertig geworden und hat seinen Doktor gemacht, aber trotzdem haben wir mal eine Zeit lang zusammen studiert, hier in München an der LMU. Ist in München geboren, ein echtes Münchner Kindl. In München hat er auch studiert, hat auch in München promoviert, ist aber dann einmal um den halben Globus gedüst und hat dann in Neuseeland Zusatzstudium zum Dokumentarfilmer gemacht. Hat auch einen ganz, ganz spannenden Abschlussfilm gemacht, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob man den finden kann. Kannst du uns ja vielleicht sagen, wo man den findet? Tassilo, sollte der online sein. Und jetzt, nachdem er ein paar Jahre wissenschaftliche Recherche bei Nautilus Film gemacht hat, ich glaube 6 Jahre lang, oder? Ja, genau, 6 Jahre war ich bei Jan Haft und seinem Team dabei. Genau, das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen. Die kommen oft auf dem ZDF oder auch auf den dritten. Ganz tolle Dokumentarfilme, auch viel starken Naturbezug. Und ist jetzt eben im Biotopia Naturkundemuseum in Bayern und ist dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter und plant
unter anderem auch eben die Dauerausstellung mit, wo es darum geht, wahrnehmen und kommunizieren, flirten und fortpflanzen, essen und trinken, also alles, was so in der Natur passiert, was wir zwischeneinander, also als Menschen auch einen Bezug dazu haben. Und da haben wir uns gedacht, passend zu dem Projekt Blühende Bänder, sprechen wir doch mal darüber, wie Pflanzen und ihre Bestäuber eigentlich kommunizieren. Und die meisten sehen ja, es gibt auch wenig Kommunikation, zum Beispiel die Koniferen, die Nadelbäume, die entlassen einfach ihren Pollen und schütten den überall hin. Der Wind nimmt es mit und macht alles gelb mit einem gelben Staub. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. Ich glaube, Tassilo, du kannst es viel, viel besser erzählen als ich. Ich gebe dir jetzt das Wort, beziehungsweise wir haben was vorbereitet für euch, und zwar einen Film. Mit dem starten wir. Ich schicke jetzt hier, ich hoffe, ihr könnt alle den Chat öffnen unten. Dort schicke ich euch jetzt den YouTube-Link rein, wo wir den Film in sehr guter Auflösung für euch hochgeladen haben. Da können wir uns den anschauen. Der wird etwa 11 Minuten dauern. Und dann können wir direkt dem Tassilo im Nachgang die Fragen stellen und er wird noch ein bisschen darüber sprechen, was wir da alles gesehen haben. Ja. So, auf los geht's los. Ich versende jetzt an alle den Link. Ich hoffe, ihr habt es bekommen im Chat. Wenn es irgendjemanden gibt, der das noch nicht gefunden hat, möge er sich jetzt melden. Ich bleibe hier einfach drin. Alle anderen können schon mal den Film auf YouTube starten und dann sehen wir uns in etwa 11, 12 Minuten wieder hier. Viel Spaß. Schön. Jetzt muss ich auch mal wieder auf die So, diejenigen, die etwas später dazu geschaltet haben, der Link, der ist unten im Chat. Ich hoffe, man sieht den immer noch. Ich schicke ihn einfach ein zweites Mal, falls die verspätet nicht gezeigt werden. Wir sind gerade seit 2 Minuten etwa in dem Video. Einfach mit reinklicken, auf YouTube mitschauen und danach treffen wir uns wieder hier im Raum.
So, es sind nochmal zwei weitere Teilnehmer mit reingekommen. Wir schauen gerade schon im Hintergrund das YouTube-Video. Ich schicke nochmal den Link in den Chat, dass ihr da auch nochmal hingehen könnt. Aber in etwa 5 Minuten gehen wir wieder in den Raum zurück, um dann Fragen an den Moderator zu stellen.
So, wahrscheinlich wird der ein oder andere schon fertig sein mit dem Video. Ist es so? Daumen hoch. Jawohl. Na gut, dann würde ich sagen, wir warten vielleicht noch ein, zwei Minuten, bis dann der Letzte auch wieder zurückgekommen ist hier in den Zoom-Raum. Der Tassilo holt sich vielleicht noch gerade was zu trinken. Der ist nämlich gerade aus dem Bild verschwunden. Aber das macht gar nichts. Ich hoffe, es hat allen das Video gefallen. Diejenigen, die ein bisschen später reingekommen sind, die können das Video natürlich jederzeit nachschauen. Es bleibt online auch bei uns in der Mediathek auf YouTube. Und wir werden im Anschluss, jetzt wird der Tassilo eben noch einiges erzählen und ein paar Fragen beantworten, die Aufnahme auch bei YouTube hochladen, dass wir da tatsächlich einfach auch nachsehen können. Oder diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, heute mit dabei zu sein, können das dann später direkt einfach nochmal nachschauen. Genau, der Tassilo ist noch nicht wieder zurück. Ja, ich kann erzählen, es hat mir sehr gut gefallen, dass wir diese Filmaufnahmen machen konnten, dass wir da wirklich einen wunderbaren sonnigen Tag erwischt haben im Hofgarten und da auch wirklich viele spannende Sachen gesehen haben. Vielleicht gibt es ja jetzt schon Fragen von einigen Teilnehmern. Also gerne schreibt mir im Chat rein oder macht kurz euer Mikrofon an und fragt einfach in die Runde. So, offensichtlich gibt es nicht viele Fragen, aber ich finde es total spannend, weil ich habe mir ein paar Fragen schon aufgeschrieben. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Tassilo wieder zurückkommt. Der hat hier, ich hoffe, ihr könnt euch das Bild vom Tassilo alle anschauen. Er hat hier schon, da ist er wieder, genau, er hat schon eine Blüte ins Bild gestellt und damit übergebe ich tatsächlich einfach direkt an ihn. Also Tassilo, deine Bühne. So, ich hatte noch meine Rasierklingen vergessen, die braucht man nämlich, um ein paar Blüten genauer anzuschauen. Also erstmal willkommen allerseits. Es freut mich, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich heute mit mir zusammen was über die Signalsprache der Pflanzen anschauen wollen. Eigentlich war das ganze Jahr als Tour durch den Botanischen Garten geplant, als Führung, was aufgrund der jetzigen Situation ja leider nicht möglich ist. Und ich muss zugeben, dass es für mich eine neue Erfahrung ist, so ein Webinar, an so einem Webinar teilzunehmen. Und ich finde es ausgesprochen spannend und ich hoffe, alle können mich gut hören. Oder halt es sehr. Oder, ja. Also ich kann dich sehr gut verstehen und ich nehme an, dass die anderen das hoffentlich auch können. Okay, wunderbar. Dann vielleicht, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich möchte nur noch ganz kurz was zu Biotopia sagen. Also ich arbeite ja für das neue Bayerische Naturkundemuseum Biotopia, was 2026 seine Pforten für die Besucher erstmals öffnen wird. Und wir arbeiten an einer sehr neuen Dauerausstellung, die im Gegensatz zu vielen anderen Naturkundemuseen sich nicht taxonomisch oder geografisch orientiert, sondern Verhaltensweisen, Aktivitäten und Prozesse beleuchtet. So wie zum Beispiel Wahrnehmen und Kommunizieren, Flirten und Fortpflanzen, Essen und Trinken, was der Sebastian auch schon angesprochen hat. Und das Interessante an dieser Gliederung ist, dass es eben Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen, eigentlich alle Lebewesen betrifft, einschließlich uns Menschen. Und Biotopia will eben erreichen, dass die Menschen sich als Teil, als integraler Bestandteil der Natur begreifen und nicht als Beobachter von außen. Und da möchte ich auch dann gleich überleiten zur Signalsprache der Pflanzen, die ja dann in den Themenkomplex Wahrnehmen und Kommunizieren passt und dann auch so im Museum dann kommuniziert werden soll. Und Pflanzen kommunizieren auf vielfältige Art und Weise mit anderen Lebewesen. Die Kommunikation ist einseitig meistens, das heißt, die Pflanzen
senden Signale aus. Man denkt natürlich auch, wie im Film gesehen, meistens an die Blüten. Pflanzen kommunizieren aber auch mit anderen Organen, zum Beispiel Früchte. Momentan sind Früchte kaum zu finden. Eigentlich die einzige reife Frucht, die man momentan draußen findet, sind die Beeren des Efeus. Und auch diese Frucht sendet Signale aus, Signale am Vögel durch diese starke Kontrastfärbung und lädt praktisch die Vögel ein, diese Früchte zu fressen und auf diese Art und Weise als Gegenleistung dann die Samen des Efeus zu verbreiten und dazu für zu sorgen, dass der Efeu an anderen Stellen dann keimen kann. Es gibt aber auch noch eine andere Kommunikation. Das möchte ich kurz zeigen, indem ich mal den Bildschirm teile. Das sind auch alles Sachen, die ich noch nicht so oft gemacht habe. Ich hoffe, das dauert alles nicht zu lange. Zoom, wo sind wir? Genau, Share Screen. So, Share, ich hoffe, es können alle sehen. Und zwar die Taubnessel, die ja jeder kennt. Und hier auf dem Bild sieht man nämlich sehr schön, dass die Taubnessel zwischen Brennnesseln hervorwächst. Also die Pflanzen hier mit den etwas größeren, ein bisschen nach oben eingerollten Blättern, das ist die Brennnessel. Und zwischendrin wachsen die Taubnesseln. Und ich habe auch hier zwei Kandidaten mitgebracht. Die Taubnessel imitiert die Erscheinung der Brennnessel sehr genau. Und die Brennnessel, weiß ja jeder, ist eine wehrhafte Pflanze. Sie wächst an stickstoffreichen Mikrohabitaten, da wo früher oder auch heute noch vor allem Wildtiere lagern und Wildtiere. Pflanzenfresser fressen ja Pflanzen und natürlich, wenn man in der Nähe von solchen Tierherden, Tieransammlungen wächst, sollte man sich tunlichst schützen. Viele Pflanzen machen das ja mit Dornen, Stacheln und die Brennnessel nutzt Brennhaare, um sich zu verteidigen. Und da mischen sich jetzt diese vollkommen wehrlosen Taubnesseln dazwischen. Deswegen tragen sie ja den Namen Taubnessel. Und dadurch, dass sie eigentlich praktisch nicht zu unterscheiden sind von der Brennnessel, ist auch das ein Signal. Es ist eine Form von Mimikry. Also, und dadurch imitiert die Taubnessel eben die Brennnessel. Deswegen heißt sie ja auch so und wird auch vom Wild verschont. Aber man sieht gleich hier auf dem Bild, dass sie noch ein weiteres Kommunikationsinstrument besitzt, im Gegensatz zur Brennnessel, weil die Brennnessel ist was Sebastian ja schon eingangs erwähnt hat, windbestäubt. Das heißt, die vertraut ihrem Blütenstaub den Wind an und wird nicht fremdbestäubt, ist also nicht auf Kuriere angewiesen, ganz im Gegensatz dazu die Taubnessel schon. Die macht mit diesen weißen Blüten auf sich aufmerksam und lockt auf die Art und Weise Hummeln und Bienen an, die dann den Nektar aus dieser Blüte heraustrinken. Aber hiermit wären wir eigentlich auch schon bei den Blüten direkt angekommen. Ich habe eine schöne große Mohnblüte gefunden und diese Blüte wirbt mit einem Farbsignal. Man sieht, die Blüte ist leuchtend rot, aber das ist zum Beispiel ein Farbsignal, was nur sehr wenige Tiere überhaupt wahrnehmen können. Das heißt, wir Menschen, wir haben ja ein trichromatisches Farbwahrnehmungsvermögen. Wir sind imstande, die Farbe Rot wahrzunehmen. Vögel können die Farbe Rot wahrnehmen, aber die meisten Insekten können keine roten Blüten sehen. Das heißt, man fragt sich dann, für wen ist dieses Signal eigentlich gedacht? Und Mohnblüten kommen ja aus dem Mittelmeerraum und aus dem Nahen und Mittleren Osten. Und in diesem Gebiet gibt es eine Gruppe von Käfern, Blatthornkäfern mit dem komplizierten Namen Glaphyriden. Und diese Blatthornkäfer zählen zu den ganz wenigen Insekten, die imstande sind, die Farbe Rot wahrzunehmen. Und sie besuchen die Blüten, um dort Pollen zu fressen, aber auch sie nutzen die Blüten auch als Versammlungsorte, um dort Partner zu finden und Hochzeit zu feiern und sich fortzupflanzen. Das heißt, diese Blüten sind meistens voll mit Käfern. Und je mehr Käfer in der Blüte sitzen, desto attraktiver ist sie natürlich, weil man will ja nicht nur Pollen fressen, sondern auch seinesgleichen begegnen in der Blüte. Und deswegen haben diese Blüten, ich biege die mal um, wahrscheinlich wird sie gleich brechen, aber Sie kennen das ja alle, in ihrem Zentrum diese schwarzen Male.
Für den Käfer sieht es aus, als ob da ganz viele Artgenossen drin sitzen würden. Und diese gleiche Merkmalskombination, die finden wir bei einer ganzen Reihe nicht näher miteinander verwandten Pflanzen. Man denke an die roten Tulpen, man denke an die Adonis, Sommer-Adonis-Röschen, an Kronenanemonen. Es gibt eine ganze Reihe von Pflanzen, und zwar alle aus dieser selben Region, die diese Merkmalskombination aufweisen. Jetzt ist es so, dass die Mohnblume auch nach Mitteleuropa eingeführt wurde, unabsichtlich mit den ersten Bauern, die Getreide- und Ackerwildkrautsamen eher unabsichtlich mit nach Mitteleuropa gebracht haben. Und die haben dann den Mohn aus dem Verbreitungsgebiet der Glaphyriden, dieser Käfer, herausgetragen. Und man fragt sich dann, da müsste doch eigentlich der Mohn aussterben, wenn der Käfer dort nicht mehr vorkommt. Aber hier ist es so, wie es bei vielen Pflanzen der Fall ist, der Käfer ist zwar der legitime Bestäuber. In Koevolution mit diesem Käfer hat sich diese rote Farbe entwickelt, aber er ist nicht der ausschließliche Bestäuber. Das heißt, Mohn wird auch sehr gut von Hummeln und Bienen bestäubt, die dort den Pollen sammeln. Man erkennt es dann auch, dass die dann eben solche violett-schwarzen Höschen dann bekommen, weil eben der Pollen diese dunkle Farbe hat. Gut. Soll ich weiter erzählen oder wollen wir... Ja, ich habe tatsächlich eine Frage bekommen, Tassi, so gut, dass du uns die Möglichkeit gibst. Die Katharina Heuberger hat gefragt, zum einen, ob wir ihr den Namen der Blatthornkäfer Glaphyride in den Chat schreiben können. Das habe ich gerade getan mit dem Link auf den Wikipedia-Artikel für alle diejenigen, die ein bisschen Hintergrundinfo haben wollen. Aber viel interessanter fand ich die Frage eben zur Farbe. Du hast ja gesagt, nicht alle Insekten, nicht alle Tiere können die gleichen Farben sehen. Sie hat eben vorher gefragt, wie ist denn der Unterschied der Wirkung oder des Erfolgs verschiedener Farben? Sind gelbe oder blaue Farbstoffe erfolgreicher? Kann man da irgendwas sagen dazu? Ja, das ist von den Insekten her verschieden. Zum Beispiel Fliegen gehen gerne auf weiße oder gelbe Blüten. Bienen eigentlich auch, die differenzieren gar nicht so sehr, aber wir haben zum Beispiel mal mit Jan Haft in den Berchtesgadener Alpen Apollo-Falter gefilmt für den Berchtesgaden-Film und konnten feststellen, dass diese Apollos ausschließlich violette Blüten angeflogen haben, vor allem die Alpendistel und Alpenkratzdistel, so heißt sie, glaube ich, also mit diesen nickenden violetten Blüten, aber auch Skabiosen und dergleichen. Das heißt also, viele Schmetterlinge haben eine besondere Vorliebe für Rosa und Violett. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Blüten, die kaum mit ihrer Farbe werben. Das sind vor allem solche, die in der Nacht blühen, zeige ich nachher auch gleich. Und andere, die einen sehr komplizierten Farbcode haben. Also ich habe es in dem Film ja schon am Lungenkraut gezeigt und an der Rostkastanie. Ich bin aber vorher noch im Botanischen Garten unterwegs gewesen und habe da noch ein schönes Beispiel gefunden, was ich kurz teilen möchte. Moment, Share Screen. Zoom. Share Screen, da ist es. Also man kann dann wirklich sagen, die Kommunikation zwischen Pflanze und Insekt oder Pflanze und Bestäuber, es kann ja auch Nicht-Insektenbestäuber geben, Wirbeltiere, Vögel, auch kleine Nager zum Beispiel, hängt schon auch sehr stark von der Farbe ab. Also wenn ich ein blaues Signal sende, kann ich mir den und den Bestäuber herrufen, zum Beispiel einen, der einen besonders langen Rüssel hat. Wenn ich ein gelbes Signal sende, rufe ich vor allem diese Bestäuber her, die zum Beispiel sehr klein sind oder sehr mobil oder vielleicht sogar auch einfach in großer Zahl vorkommen, wie Fliegen oder Käfer. Kann man das so stehen lassen? Ja, ich kann auch gleich noch ein paar Details dazu erzählen. Also auf dem Bild, was man hier sieht, sieht man zum Beispiel einen Mannschild. Und hier ist es so, dass die frisch aufgeblühten Blüten ein gelbes Saftmal besitzen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Können es alle sehen, dieses Bild? Mhm. Gut, dann gehe ich mal kurz näher drauf. Und hier sieht man wunderschön, dass die frisch aufgeblühten Blüten ein gelbes Saftmal besitzen, wohingegen die etwas älteren ein ganz rotes Saftmal besitzen. Und ähnlich bei der Rostkastanie weiß dann hier der Bestäuber sofort, aha, das ist auch ein Lerneffekt. Hier bei diesen gelben Blüten, da kriege ich Nektar. Bei den roten muss ich meinen Rüssel gar nicht mehr reinstecken, weil da ist eh nichts mehr zu holen. Allerdings beteiligen sich diese Blüten hier am Rand noch bei der Fernwirkung. Das heißt, die
dieser Blütenstand ist ja auf die Art und Weise viel auffälliger, als wenn diese bereits bestäubten Blüten alle abfallen würden und sich nicht mehr an der Fernwirkung beteiligen würden. Ich habe die Blüten auch nochmal, ich mache das jetzt mal wieder zu. Wirklich beeindruckend, also Wahnsinn. Ich versuche mal das so, Bilder. Auch alles neu für mich, also ich habe sie hier mal mitgebracht, jetzt muss ich mich ducken, hier sieht man sie nochmal. Diese sind also sehr kleine Blüten hier im Vergleich zu meiner Hand, kann man es vielleicht ganz gut sehen. Aber was du vorhin angesprochen hast, Sebastian, mit dem Farbcode, es ist tatsächlich so, dass im Lauf der Evolution Pflanzen von einer Bestäubergruppe zur anderen übergesprungen sind. Das nennt sich Pollinator Shift. Man kann es zum Beispiel sehr schön bei der Akelei sehen. Ich habe jetzt mal hier eine europäische gemeine Akelei mitgebracht, diese, die jeder kennt aus dem Garten. Das ist eine typische Hummelblüte. Die hat, ich versuche es mal hier zu zeigen, sieht man das einigermaßen, Sebastian? Ja, man sieht es sehr gut sogar. Dankeschön. Also hier sieht man, dass die solche langen Sporne hat hier hinten. Und diese Blüte ist jetzt auf Hummeln als Bestäuber angepasst. Hummeln, wie zum Beispiel die Gartenhummel, die einen langen Rüssel haben und die leicht hier von unten die Blüte anfliegen und dort den Nektar trinken können. Jetzt ist es aber so, dass es in Nordamerika eine Gruppe von Vögeln gibt, die bei uns fehlen in der Fauna. Und zwar sind es die Kolibris. Kolibris kennt ja jeder, sind die typischen Nektarvögel der neuen Welt, also Nektartrinkenvögel der neuen Welt, sind mit Nektarvögeln nicht näher verwandt, haben nur die gleiche Nahrungspräferenz und Vögel können genau wie wir auch die Farbe Rot sehr gut wahrnehmen und Rot ist eine wichtige Signalfarbe, die Vögel anspricht und in Amerika gibt es die Gattung Achillegia, also die Acheleien auch. Es gibt auch Arten, die Hummeln, von Hummeln bestäubt werden, aber es gibt jetzt eben auch solche, die sich auf Kolibris spezialisiert haben. Und hier ist im Lauf der Evolution eine hummelbestäubte Akelei, hat sich verändert und ist rot praktisch. Es hat sich eine rote Blütenfarbe durchgesetzt in der Population und diese Akelei wird von Kolibris bestäubt. Zum Beispiel dem Rubinkehl-Kolibri, der in Nordamerika bis weit nach Kanada auf, vorkommt. Und die Art heißt auch Achillegia canadensis, also kanadische Akelei. Und die wird eben von Kolibris bestäubt. Ich kann das nochmal nebeneinander legen. Ich packe mal wieder das ein bisschen um. Wir müssen hier immer ein bisschen improvisieren. Wenn der Führung. Aber das ist super, Tassilo. Das ist wirklich, ich bin begeistert, wie gut das auch funktioniert. Kann man das sehen? Ja. Wunderbar. Also hier lange Nektarsporne, noch länger als bei der Art. Die rote Farbe, die verströmt Duft. Die duftet nicht. Das ist auch ein typisches Merkmal für Vogelblumen, dass sie eigentlich immer duftlos sind, weil die meisten Vogelarten keinen sehr ausgeprägten Geruchssinn haben. Ganz anders ist es, Moment, ich zeige noch ein paar andere Vogelblumen. Während du vorbereitest, es kamen noch zwei Fragen in den Chat, ich gebe die mal ganz kurz weiter. Zum einen eine Dame hatte rosa Akelei im Garten, aber noch keinen Kolibri gesehen bei sich. Wie kann das denn sein, Tassilo? Aber jetzt mal zu den ernsthaften Fragen. Zum einen, wenn Gelb so eine starke Signalwirkung hat, eben auch auf Bestäuber, sind denn dann Gelbtafeln im Garten eine Gefahr für meine Nutzinsekten? Eigentlich nicht. Also ich habe mir diesen Gedanken, ich habe mir diese Frage selbst, muss ich zugeben, noch gar nicht gestellt. Die ist absolut berechtigt. Aber ich bezweifle, dass wirklich große Insekten an diesen Gelbstickern haften bleiben. Und Gelb ist tatsächlich eine Farbe, die sehr attraktiv auf Fliegen vor allem wirkt. Ich zeige nachher auch eine an Fliegen angepasste Blüte, oder ich kann das sogar gleich machen, die auf gelbe Blüten angepasst ist. Aber ich glaube, ein Gelbsticker, nachdem man eben auf keine gefährlichen Chemikalien einsetzt, ist mit Sicherheit eine bessere Alternative, als mit Spritzmitteln zu agieren. Also ich würde das doch als schonende Art und Weise bezeichnen, sich schädlicher Insekten zu entledigen.
Es gibt aber auch natürliche Gelbsticker, vielleicht kann man das hier noch erwähnen, und zwar Fettkräuter der Gattung Pinguicula, die kann man auch im Gartencenter kaufen, große Arten mit sehr, sehr attraktiven rosa Blüten übrigens, also Fettkräuter, Pinguicula, und die haben die gleiche Funktion wie Gelbsticker. Also wenn man Probleme mit Trauermücken hat, einfach so ein Fettkraut kaufen und zwischen die befallenen Pflanzen stellen, und man wird sehen, dass innerhalb kürzester Zeit die Blätter komplett mit toten und sterbenden Trauermücken beklebt sind. Man tut dann gleichzeitig der Pflanze auch noch was Gutes, weil die aus diesen kleinen Insekten ja dann ihre Mineralstoffe noch herausbekommt. Aber wahrscheinlich ist es grundsätzlich sowieso besser, Gelbtafeln im Haus anzuwenden und nicht im Garten, weil auch wenn sich jemand darauf verirrt, ein kleines Insekt, kann es da sicherlich qualvoll zugrunde gehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Lässt man der Natur am besten freien Lauf, dass sie sich selber ein bisschen reguliert. Es gibt ja viele Gegenspieler, auch Nutzinsekten, die Schadinsekten fressen können. Die letzte Frage hier noch, Tassilo, ist es denn so, dass dann diese Kolibri-bestäubten Akeleien nicht bestäubt werden hier in Deutschland, wo es keine Kolibris gibt? Ja, es ist eigentlich ähnlich wie mit den Glaphyriden, den rotsehenden Blattvornkäfern. Auch die rote Akelei, die Akelegia canadensis, wird eifrig von Hummeln besucht. Da kommen tatsächlich nur die Arten ran, die mit einem sehr langen Rüssel an den Nektartropfen drankommen, aber die werden bei uns schon auch bestäubt. Aber man muss dazu sagen, dass es für die Hummeln schwieriger ist, die Akelei aufzufinden, weil sie natürlich, gerade wenn sie so in der Vegetation drin steht, kaum von den grünen Blättern, die sie umgeben, abhebt aus Sicht der Hummel, weil sie eben rot nur sehr schlecht den Kontrast zu grün unterscheiden kann. Sie ist praktisch rot-grün blind. So was, also noch kurz noch ein paar andere Vogelblumen, die man kennt. Das sind Fuchsien, verschiedene Fuchsien. Und was man hier schön sieht, dass Kolibris zum Teil wirklich sehr, sehr lange Schnäbel haben. Der Schwertschnabel-Kolibri hat sogar einen Schnabel, der mehr als körperlang ist. Und da haben sich die Blüten in einem koevolutiven Wettrüsten perfekt darauf angepasst. Und man sieht, was das für eine riesige Blütenröhre ist. Also hier kommt der Schmetterling. Ich kann da mal den Blütenstiel von dem Mannstreu nehmen und Mannschild nehmen und hier einführen. Also hier, wenn das jetzt der Kolibri-Schnabel wäre, der würde hier in die Röhre reingehen. Und erst jetzt würde das Krönchen von dem Kolibri die Staubblätter berühren und dann das Ganze rausziehen. Also man sieht, dass sich hier die Evolution wunderbar sich Bestäuber und Blüten aneinander angepasst haben. Es gibt, vielleicht, weil wir bei Gelbstickern gerade eben waren, um hier nochmal die Brücke zu schlagen, eine ganz verrückte Blüte in der heimischen Flora, die vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auch bekannt ist. Und zwar ein Hahnenfußgewächs, die Trollblume. Und was ganz typisch an der Trollblume ist, ist, dass sie eigentlich nie richtig aufblüht. Also ich kann ja mal einen verwandten Hahnenfuß daneben halten. Hier, das ist ein Hahnenfuß, der öffnet die Blüte und man sieht wunderbar Staubblätter und Fruchtblätter. Das heißt, hier ist eigentlich das Buffet eröffnet. Die Bestäuber sehen auf den ersten Blick alles, was ihnen dort als Nahrung dient, wohingegen die Trollblume, auch wenn die Blüte voll aufgeblüht, man kann gar nicht aufgeblüht sagen, aber voll reif ist, die Blüten geschlossen hält. Und der Grund dafür ist, dass die Trollblume einen ganz spezifischen Bestäuber hat, und zwar die Trollblumenfliege. Und hier sind wir schon wieder bei Gelb und Fliegen. Und die Trollblumenfliege, die besucht ausschließlich Trollblume, die ist klein, die kann sich zwischen diesen Blütenblättern hindurch quetschen, ins Innere der Blüte hinein. Sie ernährt sich auch vom Pollen und legt dann aber in ein Fruchtfach oder in einige Fruchtblätter des Fruchtknotens Eier. Und deswegen werden einige Samenanlagen sterben gewisserweise ab, werden von der Blüte geopfert als Kinderstube für die heranwachsenden Trollblumenfliegen. Und ein Teil des Pollens wird aber sehr effizient, wenn die weibliche Trollblumenfliege zur nächsten Trollblume fliegt, mitgenommen und auf die Art und Weise die Blüte bestäubt. Ja, spannend. Vielleicht von der Yucca-Palme, da ist es noch viel extremer ausgeprägt.
Aber da braucht man nicht näher drauf eingehen. Aber hier haben wir wirklich einen Fall, wo eine Blüte nur von einer einzigen Fliegenart bestäubt wird und als Gegenleistung für die Bestäubung, die fungieren einige der Fruchtblätter als Kinderstube, als Nahrung für die Larven. Also auch ein System. Wir haben noch eine Frage bekommen. Lea, magst du die Frage nochmal stellen an den Tassilo? Ja, sieht man mich? Nee, man sieht mich gar nicht jetzt. Es wurde vorhin auch noch von einer Frau gefragt, ob es generell sinnvoller ist, Frühlingsblüher dann in Gruppen zu pflanzen, zwecks der verstärkenden Wirkung. Ja, also je diverser natürlich so ein Blumenbeet oder so eine Blumenwiese angelegt wird, desto unterschiedlichere Bestäuber werden natürlich oder Insekten werden auch angezogen. Das ist also sehr zu empfehlen, dass man Blüten auswählt, die unterschiedliche Bestäuberklassen ansprechen. Zum Beispiel Lippenblütler, die meisten Küchenkräuter gehören dazu, sind eine sehr gute Bienenweide für Hautflügler sehr zu empfehlen. Wohingegen Skabiosen zum Beispiel und Wipfelblumen und vielerlei Disteln für Schmetterlinge eine sehr wichtige Nahrungsquelle bieten. Da kann man sich aber informieren. Also da gibt es die verschiedensten Pflanzenarrangements, die man anlegen kann, um möglichst vielen Insekten dort Kost und Logis im eigenen Garten zu bieten. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sich eine Biene, die gerade bei 11 Grad angefangen hat zu fliegen und auf dem Weg ist, sich die ersten Krokusse zu betanken, sagen wir mal so, wenn viele Krokusse zusammenstehen zum Beispiel, dass sie nicht so weit rumfliegen muss, dann ist es sicherlich einfacher, auch die dann zu finden. Also insofern ist es sicherlich nicht schlecht und man macht auf gar keinen Fall was verkehrt, wenn man Frühlingsblüher in Gruppen pflanzt. Wobei man aber auch sagen kann, dass die Insekten ja sich über viele, viele Millionen daran angepasst haben, auch in einer großen Wiese einzelne Blüten zu suchen. Insofern ist es eigentlich eher was fürs Auge. Ja, aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, je diverser natürlich so ein Blumen. Genau. Absolut. Mehr Biodiversität, also auch tierische Biodiversität, lockt man sich in den Garten. Genau, also tatsächlich nicht Einzelsorten in Gruppenpflanzen ist das Credo, sondern viele verschiedene zusammen in ein Beet zu setzen, wenn man da dann auch eine starke Lockwirkung hat. Genau, also auch Staudenbeete, wo wirklich das ganze Jahr vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst immer Blüten vorhanden sind. Das ist auch. Ich habe hier noch eine ganz, ganz spannende Frage vom Frank. Ich wäre nicht drauf gekommen. Wahnsinn, ab welcher Temperatur erzeugen denn die unterschiedlichen Blüten den Nektar? Also vermutlich, ich sehe davor, ist auch noch eine Frage, die ich beantwortet habe, aber ich gehe jetzt gleich mal auf die ein. Ja, der Nektar wird von den Blüten auch bei tiefen Temperaturen erzeugt. Das kann man deswegen sagen, weil immer, wenn die Sonne aufgeht, dann ist das Buffet vollständig gedeckt und dann gibt es einen richtigen Run auf die Blumenwiese. Denn wer zuerst da ist, ähnlich wie bei einem Buffet nach einem Vortrag zum Beispiel, wenn die Leute sich auf den Tisch stürzen, ist der noch am meisten zu holen, ganz früh am Morgen. Da sind die Blüten eben noch voller Nektar, frische Anthern sind aufgegangen und jede Menge Pollen ist da. Und da gibt es auch eine verrückte Strategie, und zwar es gibt einige Schlafplatzblumen im Mittelmeerraum. Die Zungenständel gehören dazu, das ist eine Orchideengruppe. Die haben dunkle, röhrenförmige Blüten mit einer Landeplattform, einer Zunge, deswegen heißen sie auch so. Und dann gibt es eine Gruppe von Irisarten, von Schwertlilien, die vor allem im Israel, im Nahen Osten, aber auch im Mittleren Osten vorkommen, die Onchocyclus Iris-Gruppe, und die haben zum Teil schwarze Blüten, also so ziemlich die dunkelsten Blüten, die man sich vorstellen kann. Und hier wurde festgestellt, dass dort auch die Bienen, die Wildbienen, die zum Schlafen nutzen. Und wenn dann früh morgens die Sonne aufgeht und auf diese dunklen Blüten scheint, dann wärmen die sich schneller auf als die Umgebung. Die Bienen, die dort genächtigt haben, die kommen schneller auf Betriebstemperatur und sind dann als Erste am Buffet und können sich dann dort mit dem frisch produzierten Nektar, dort an dem Nektar laben. Was für ein Service, Wahnsinn. Eine große Anpassung, dafür hat aber die Schwertlinie und auch der Zungenständel nichts weiter zu bieten. Also es ist ein reines Biwak.
Ja, nur, das ist ein Hotel, also da kann man ohne Frühstück, also da kann man wirklich nur übernachten, man kriegt weder Pollen, noch bekommt man Nektar, sondern es ist ein reiner Schlafplatz. Es gibt aber auch andere Irisarten, die zeige ich hier noch schnell. Das ist jetzt eine Bart-Iris, gehört auch zur Gruppe der Irisgewächse und ich hoffe, man kann sehen, die heißen deswegen Bart-Irisse, weil sie hier vorne auf den Blütenblättern solche Bärte haben, die einen sofort an Staubblätter erinnern. Die sind weiß, die haben eine gelbe Spitze und es ist in der Tat so, das ist jetzt ein Dummy, ein Staubblatt-Dummy. Diese Haare hier, das sind nichts anderes als Haare, die machen Staubblätter nach und legen die Bestäuber aufs Kreuz. Das heißt, wenn eine Hummel angeflogen kommt oder eine Biene, die sieht die von Weitem, denkt sich, au, da gibt es viel Pollen zu holen, da muss ich unbedingt mal nachschauen, landet auf der Blüte, versucht diesen Blütenstaub, diesen vermeintlichen Blütenstaub abzubürsten, bekommt aber nichts. Das ist also ein schönes Beispiel für eine Täuschblume, die gar nichts anzubieten hat. Die hat weder Nektar noch Pollen, sondern die legt ihre Bestäuber rein, indem sie eben hier Blütenstaub vortäuscht. Klassischer Fall von sieht hübsch aus, kann aber gar nichts. Genau. Jetzt kann ich ja hier zum Mond dazu stecken, aber vielleicht ist noch ganz kurz zu der Frage davor. Wenn die Fliege ausstirbt, stirbt die Trollblume dann auch aus? Die Frage ist sehr gut und sehr berechtigt. Normalerweise würde ich die Frage mit vermutlich ja beantworten. Wir haben aber, als ich noch bei Nautilus war, auch wieder in Berchtesgaden versucht, mit einer Endoskopkamera diese Bestäubung zu filmen und haben dann festgestellt, dass wenn Trollblumen, wir waren nämlich ziemlich spät, waren wir dort, also die Blütezeit war fast zu Ende, dass Trollblumen, wenn sie alt sind, praktisch auseinanderfallen. Die fangen an zu welken, da fallen die Blütenblätter auseinander und dann kommen doch eine ganze Reihe von anderen Fliegen zum Zuge und wenn noch Pollen da ist, dann tupfen die den auf und tragen auf die Art und Weise auch noch zur Bestäubung bei. Das heißt, der Hauptbestäuber, der legitime Bestäuber ist die Trollblumenfliege, aber danach ist trotzdem noch die Möglichkeit, dass andere Fliegen bestäuben. Und was auch noch immer eine Möglichkeit ist, ist die Selbstbestäubung natürlich. Die aber langfristig über Jahrtausende gesehen keine Alternative zur Fremdbestäubung darstellt. Also genau, und natürlich kann man sich vorstellen, höchst effizient ist es natürlich, einen festen Partner zu haben, auf den man sich verlassen kann, die auch garantiert kommt und garantiert den Pollen zur richtigen Blüte bringt, anstatt das alles dem Zufall zu überlassen und zu sagen, kommt vielleicht mal eine Fliege, die vielleicht auch auf eine Trollblume, auf eine andere drauf fliegt, wenn ich so weg bin. Ich glaube, der andere Weg ist der bessere, vernünftigere. Das stimmt. Aber hier ist es so, es gibt tatsächlich den Fall, also in Madagaskar kennt man eine Orchidee, die heißt Stern von Madagaskar, die hat Darwin schon genauer untersucht und er hat festgestellt, es ist eine andere Blüte hier, das ist jetzt ein Rötegewächs, eine Rubiazee, aber die ähnlich gebaut ist, die weiß ist, eine ganz, ganz lange Blütenröhre hat und ganz am Ende einen Nektartropfen hat. Und Darwin hat damals schon gesagt, da muss es einen Nachtfalter geben, der einen so langen Rüssel hat. Und man hat ihm nicht geglaubt, er ist ausgelacht worden und er hat es im Rahmen von seinem kleinen Orchideenbuch, ich glaube 1862, hat er das geäußert, diese Vermutung. Und erst 1903 ist dann der Schmetterling mit dem langen Rüssel dann gefunden worden und wurde dann Xanthopan morganii praedicta genannt. Praedicta heißt der Vorhergesagte. Und hier ist es tatsächlich so, dass diese Orchidee vom Aussterben bedroht ist in Madagaskar. Und zwar ist es wieder eine ziemliche Verkettung von Umständen und zwar muss man ein bisschen weiter ausholen. Die Raupen dieses Schmetterlings, dieses Nachtfalters, ernähren sich von einer Regenwaldliane, Atabotris, die intakten Regenwald braucht, um zu überleben. Jetzt sind aber die Madagassen dabei, ihre Insel eigentlich fast vollständig von intakten Regenwald zu befreien, was dazu führt, dass kein Atabotris-Liane mehr da sind und der Falter keine Futterpflanzen für seine Raupen mehr findet. Das heißt, der Falter wird immer seltener und diese Orchidee kann aber nur von diesem einen Falter bestäubt werden. Und hier ist es tatsächlich so, dass wenn der Falter verschwindet, verschwindet auch die Orchidee. Und genau das ist jetzt auch auf Hawaii passiert. In Hawaii gibt es eine Lobeliazee, ein Glockenblumengewächs, das seinen Bestäuber verloren hat, interessanterweise auch einen Nachtfalter und keine Früchte mehr ansetzt und jetzt eben durch Arterhaltungszuchten in botanischen Gärten am Leben gehalten wird.
Gut, jetzt habe ich ziemlich viel geredet. Ja, es kamen zwei, drei Fragen nochmal rein. Zum einen nochmal zur Iris. Warum denn die Iris die Hummel anlockt, wenn sie eigentlich gar nichts von ihr will? Ist es denn wirklich so, dass sie da? Doch, die will schon was von ihr. Die will, dass die Biene in die Blüte reinkriecht und Pollen abholt. Aber sie holt den Pollen, ja, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Das ist natürlich klar. Also ich hole nochmal die Blüte hier vor. Das heißt, die Hummel wird schon von der Iris angelockt. Die kommt dahin, versucht diesen Scheinpollen einzusammeln, geht in die Blüte rein. Und ich muss mal schauen, ob ich es mit dem Finger vielleicht sogar vorführen kann. Und hier oben ist ein Staubblatt. Hier. Kann man das sehen? Winzig klein, tatsächlich. Total versteckt. Mhm. Dieses helle Gebilde. Und bekommt dann ganz heimlich von der Iris Blütenstaub auf den Rücken gepinselt, ohne dass sie es merkt. Sie checkt es überhaupt nicht. Also sie ist so mit dem da unten, mit diesem falschen Pollen beschäftigt, dass er gar nicht checkt, dass ihr die Blüte insgeheim hier mit dem Ding hier Pollen auf den Rücken schmiert. Wenn sie dann in die nächste Blüte geht, dann streift sie erstmal hier oben die Narbenäste und bestäubt auf diese Art und Weise die Blüte. Gibt es häufig solche Täuschblumen? Das heißt also, sie spart sich einen unglaublichen Haufen Energie und Ressourcen, indem sie nur ganz, ganz wenig Pollen erzeugt, aber so tut das, wenn sie wahnsinnig viel hätte. Genau, Pollen ist voll mit Stickstoff, Phosphor, Kalium, alles wichtige Mineralstoffe, die gerade, wenn man auf nährstoffarmen Böden wächst, Mangelware sind. Und wenn man sich erlauben kann, mit sowas sparsam umzugehen, wird man dann auch belohnt. Selbst wenn man dann so ein Schurke ist wie diese Iris und dann einen Pollen als Tauschmittel mehr oder weniger einsetzt für die Bestäubungsdienstleistung. Es gibt aber noch viel verrücktere Systeme. Und zwar sind es diese tropischen Frauenschuhe aus der Gattung Paphiopedilum. Die findet man auch hin und wieder mal in Gartencentern oder auch in Blumengeschäften, aber nicht so oft. Viele Leute mögen die auch nicht so gern. Sie haben zwar eine recht aparte Form, aber meistens diese etwas unschönen, ja, krankgrünen Farben, die einen eigentlich eher so an kranke Blätter erinnern. Bräunlich, gelblich, olivgrünlich. Und häufig sind dann auch noch solche Punkte drauf. Kann man das sehen? Solche braunen Punkte. Und was die Blüte macht, ist, sie imitiert eine Blattlauskolonie. Sie tut so, als wäre sie von Blattläusen befallen. Und da fragt man sich, warum, was soll das? Warum tut eine Blüte so, als wäre sie von Blattläusen befallen? Es gibt ja viele Insekten, deren Larven sich von Blattläusen ernähren. Man denke an zum Beispiel Marienkäfer sind sehr bekannt oder auch Florfliegen, aber auch Schwebfliegen. Schwebfliegen, Larven ernähren sich von Blattläusen und genau auf diese Schwebfliegen hat der Frauenschuh abgesehen. Er lockt also ein trächtiges Schwebfliegenweibchen an seine Blüte, die auf der Suche ist nach Blattläusen, wo sie ihre Eier ablegen kann, wo ihre Larven Nahrung finden. Und dann fängt das ganze Ding, riecht auch noch nach Blattläusen, nach Honigtau und ganz besonders stark duftet dann dieser Bereich, der sich Scutellum nennt, hier in der Mitte. Das ist ein Staminodium, ein nicht fruchtbares, ungewandeltes Staubblatt. Und dieses Ding ist glatt wie Schmierseife. Und wenn die Schwebfliege jetzt da drauf sitzt und dort versucht, ihre Eier abzulegen, dann rutscht sie aus, stürzt in diesen Schuh rein, in diesen Kessel und kommt dann erstmal nicht mehr da wieder heraus. Also ähnliche Strategie wie eine fleischfressende Pflanze, wie eine Kannenpflanze. Allerdings hat natürlich diese Blüte nichts davon, wenn die Schwebfliege da drin verendet, weil sie will ja sie mit Pollen beladen und zur nächsten Blüte schicken. Und deswegen ist im hinteren Bereich der Blüte eine kleine Leiter aus Haaren eingebaut, die die Schwebfliege benutzen kann. Und die klettert dann hier nach oben und quetscht sich dann hier seitlich aus der Blüte hier wieder heraus und bestäubt dann die Blüte. Und auch hier ist es so, das Insekt wurde reingelegt, es erhält weder Pollen noch Nektar als Belohnung, aber die Blüte wird trotzdem bestäubt. Das war jetzt wieder relativ lang. Aber toll, beeindruckend. Zum einen das Timing, jemand fragt nach Andockwirkung für Schwebfliegen und für Marienkäfer. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man selber
Rosen oder andere Pflanzen im Garten hat, die relativ verlässlich von Blattläusen befallen werden. Man kann es fast schon im Zeitraffer zuschauen an warmen Tagen oder in der warmen Schönwetterperiode, dass innerhalb von wenigen Tagen dann unglaublich viele Prädatoren ankommen, also Tiere, Nützlinge, die dann diese Blattläuse auffressen in einer immensen Geschwindigkeit. Genau, man kann auch übrigens solche Schwebfliegenlarven kaufen. Also man kann auch als biologische Schädlingsbekämpfer kann man Marienkäfer kaufen, Florfliegen kaufen und auch Schwebfliegen kaufen. Hier sollte man nur tunlichst darauf achten, dass man einheimische Arten wählt. Also 7-Punkt-Marienkäfer oder 2-Punkt-Marienkäfer, nicht die asiatischen Marienkäfer. Da haben wir uns selbst eigentlich eher Probleme verursacht, als wirklich was Gutes getan, weil die unsere heimischen Marienkäferarten verdrängen. Aber auch Schwebfliegenlarven wird diese Episurfus balteo, so wie sie heißt, komme nicht auf den Namen, also unsere häufigste heimische Schwebfliege wird eben auch angeboten. Kann man im Internet bestellen, die Larven. Haben wir auch schon mal gemacht bei Nautilus, weil wir das filmen wollten und da waren wir zu faul, draußen auf der Wiese nach den Larven zu suchen und haben sie dann einfach gekauft. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, einfach seinen Garten oder seinen Balkon oder was auch immer möglichst naturnah zu gestalten. Also den Rasen nicht zu kurz mähen, nicht jede Ecke total sauber machen. Wenn da ein bisschen Wildkraut rumsteht, wenn da ein paar Plätze sind, wo sich dann nützliche Insekten oder Tiere zurückziehen können, kann man eigentlich sicher sein, dass in allerkürzester Zeit sich ein gewisses Gleichgewicht einstellt und eben auch solche in Massen auftretenden Proteinbomben und Pralinen wie Blattläuse dann auch dankend angenommen und gefressen werden. Ja. Genau. Ja, wir haben eigentlich jetzt schon fast den Zeitpunkt erreicht, den wir angekündigt hatten. Wir hatten einen sehr, sehr kurzen Film zu Beginn. Ich denke, wir können ein bisschen überziehen, möchte aber den zeitlichen Rahmen nicht zu weit sprengen. Tassilo, vielleicht gehen wir nochmal auf die zwei letzten Fragen ein. Ich kann schon mal sagen, die Aufzeichnung, die stellen wir online und alle, die angemeldet waren, deren E-Mail-Adresse wir haben, senden wir natürlich den Link zu. Außerdem könnt ihr auch bei uns auf der Website bei Green City oder auf Social Media, Facebook, Instagram einfach gucken. Wir sind immer aktiv und auch dort haben wir die Terminhinweise zum einen und zum anderen natürlich auch senden wir nochmal die Links zum Nachgucken. Genau, dann übergebe ich dir nochmal, Tassilo, und würde dann so sagen, in 10 Minuten etwa beende ich dann das Meeting, also das Webinar, und dann können sich die Leute schon mal ungefähr drauf einstellen. Gut, das heißt, ich kann noch ein bisschen was erzählen. Absolut. Ja, ich sehe gerade, die Fragen sind schon auf die elektrostatischen Teilchen eingegangen, welche von der Beschreibung in der E-Mail vorkommen. Ah ja, also hier ist es so, dass man erst vor kurzem entdeckt hat, dass auch die Ladung der Blüten Signale an die bestäubten Insekten vermittelt. Das ist schon lange bekannt, dass Insekten, vor allem haarige Hummeln, wenn sie fliegen, sich elektrostatisch aufladen. Ähnlich wie wenn man einen Luftballon an seinem Pulli rubbelt und dann an die Haare hält, dann stehen natürlich alle Haare zu Berge. So ähnlich laden sich auch die Hummeln auf, wenn sie fliegen. Und wenn sie dann auf einer Blüte landen und dort der staubförmige Blütenstaub auf den Antheren liegt, dann wird der sofort an die Haare der Biene hingesaugt praktisch. Es wird sogar noch dadurch verstärkt, dass der Pollen dann häufig auch elektrostatisch aufgeladen ist, aber eine negative Ladung hat. Und die Insekten können auch anhand der Blütenladung dort Informationen bekommen. Wie es genau funktioniert, muss ich zugeben, ich habe die Veröffentlichung selber nicht ganz gelesen. Ich habe mir nur das Abstract angeschaut, weiß ich auch nicht. Aber es ist eine sehr neue, sehr faszinierende Entdeckung, die auch wieder zeigt, dass eben alle möglichen Sinne angesprochen werden. Unter anderem auch solche, die wir Menschen gar nicht besitzen. Gut. Dann sehe ich einen Buchtipp. Es gibt erstaunlich wenig gute Bücher, muss ich sagen, über Bestäubungsbiologie. Es gibt ein sehr schönes Buch vom Palmengarten in Frankfurt über Bestäubungsprozesse. Ich habe es aber leider nicht auswendig im Kopf. Schneckenburger heißt der Autor oder der Editor. Du kannst es gerne einfach mir
per E-Mail schicken und dann packe ich das mit rein in die E-Mail, wo wir dann den Download-Link oder beziehungsweise den Link zum Nachsehen dann versenden. Dann packen wir das einfach alles zusammen. Ja, das ist eine super Idee. Wunderbar. Gut, jetzt sind wir wirklich fast am Ende von unserem Webinar. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Sachen, die ich zeigen wollte. Pflanzen kommunizieren, Blüten kommunizieren dann meistens mit ihrem farbigen Kelch und Kronblättern. Aber manche Arten, wie zum Beispiel hier der Schneeball, die haben ein ganz ausgefeiltes System. Die haben Signalblüten, sterile Signalblüten am Rand. Das sieht man hier. Diese weißen, die machen von Weitem auf die Blütenstände aufmerksam. Und die Blüten, wo Nektar und Pollen verfügbar ist und die auch bestäubt werden, die sich später in Früchte verwandeln, sind hier im Zentrum von dem Blütenstand. Das ist in der Natur relativ häufig. Man findet es bei den Hortensien, ist es genauso, oder auch beim Weihnachtsstern, die man sich in der Adventszeit in die Wohnung stellt. Diese großen roten Blätter sind keine Blütenblätter, das sind Tragblätter, das sind Signalampeln, die von weit her eben die Kolibris auf diese Weihnachtssterne aufmerksam machen. Wenn man so eine Blumenwiese sieht, wie jetzt im Mai auf dem Lande, aber auch hier in der Stadt, im Olympiapark zum Beispiel, wo Hunderte und Aberhunderte von verschiedenen Pflanzen durcheinander wachsen, jede Art auf sich aufmerksam macht, das ist wie ein optisches Marktgeschrei. Marktgeschrei, also jeder wirbt dort, jede Pflanze wirbt um Bestäuber, um Bestäubungsdienstleistungen, bietet Nektar, Pollen an, manche betrügen auch. Das Ganze ist eigentlich ein richtiges Konzert, ein optisches Konzert. Und wenn man sich vorstellt, dass Pflanzen nicht optisch auf sich aufmerksam machen würden, sondern eher akustisch, dann wäre das ein richtiger Chor, es wäre ein unerträglicher Lärm auf so einer Blütenwiese. Und ich weiß nicht, ob ich die Brücke richtig gut geschlagen habe, aber ich möchte auf eine andere Gruppe von Lebewesen aufmerksam machen, nämlich auf die Vögel. Bei denen ist es so, die nutzen bunte Farben, um auf sich aufmerksam zu machen, aber eben auch ihren Gesang. Und gerade jetzt, um diese Jahreszeit, Ende April, Mai bis Anfang Juni, wenn man früh morgens aufsteht, schon um 5, kurz vor Sonnenaufgang, hört man dieses wunderbare Morgenkonzert, was auf Englisch Dawn Chorus genannt wird. Und das ist eine Aktion, die wir vom Biotopia jetzt während der Corona-Zeit ins Leben gerufen haben, wo die meisten Menschen zu Hause sind, nicht weit von zu Hause wegkommen, auch mehr Zeit haben für solche Dinge als sonst. Und wir rufen die Leute dazu auf, früh aufzustehen, ihre Smartphones aus dem Fenster zu halten, vom Balkon zu halten, um ihr eigenes heimisches Vogelkonzert aufzunehmen und auf unsere Plattform hochzuladen. Das ist ein Citizen Science Projekt. Wir wollen die Daten auch an das Max-Planck-Institut, was sich an diesem Projekt beteiligt, weitergeben, die dann diese Daten wissenschaftlich auswerten wollen. Die wollen unter anderem feststellen, indem sie es mit nächstem Jahr vergleichen, wie sich der Vogelgesang verändert, ohne diese Sound Pollution, die man normalerweise hat. Es ist ja sehr viel leiser zu Corona-Zeiten. Und dann kann auch ermittelt werden, wie sich der Vogelgesang unterscheidet, zum Beispiel an Sonntagen, am Wochenende, wenn es nicht so laut ist, und unter der Woche. Es ist halt eine schöne Gelegenheit, große Datenmengen zu sammeln. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich daran beteiligen würden und diesen Tipp vielleicht auch bei sich im Bekannten- und Freundeskreis streuen, damit wir möglichst viele Teilnehmer für unser Dawn Chorus Projekt zusammenbekommen. Genau, ich sende hier einfach den Link, Dawn Chorus, einfach nochmal in den Chat rein. Da habe ich auch einen kurzen Hinweis, wie kann man uns unterstützen? Auf die Frage hin, man kann gerne eine Spende an uns machen, per PayPal oder auch auf der Website von Green City. Eine Mitgliedschaft ist auch immer ganz, ganz toll. Aber natürlich das Wichtigste ist, einfach alle mit uns gemeinsam in Richtung Nachhaltigkeit arbeiten, Klimaschutz, kümmert euch um die Biodiversität, tut was, sprecht drüber. Und wenn viele davon wissen und viele gemeinsam an einem Strang ziehen, dann kriegen wir auch das dickste Schiff über den Berg gezogen. Genau, das wäre mein Ding. Super, Tassilo. Ich weiß nicht, du hast noch ein bisschen Eigenwerbung vielleicht. Du warst nämlich auch im Radio, beziehungsweise hast einen Podcast veröffentlicht bekommen vorgestern.
Wer ihn noch nicht bekommen hat, kann gerne beim Bayerischen Rundfunk schauen. Kommende Woche wird ein weiterer Biologiestudienkollege von uns, Andreas Fleischmann, im Webinar sein. Da ist die Webinar-Ankündigung ist schon online bei uns auf der Seite. Schicke ich auch gleich nochmal einen Chat und natürlich alle diejenigen, die sich zum E-Mail-Newsletter für das Projekt Blühende Bänder angemeldet haben, beziehungsweise auch diejenigen, die den Green City Newsletter bekommen, die bekommen sowieso dann auch nochmal extra die Ankündigung zu dem Vortrag, der sicherlich hochspannend wird. Der Andreas ist wahrscheinlich einer der Menschen hier in Süddeutschland, der sich am allerbesten mit Wildbienen auskennt, aber auch mit allen Nahrungspflanzen, mit Biodiversität, und wird dem Tassilo sicher nicht die Show stehlen und aber auch auf gar keinen Fall hinterherhinken. Ich freue mich schon ganz, ganz drauf, dass wir nächste Woche wieder einen hochkarätigen Referenten haben. Ja, wenn es hier noch Fragen aus dem Publikum gibt, gerne schaltet eure Mikrofone ein. Fragt einfach noch ein paar wenige Minuten, hätten wir noch Zeit, bevor wir abschalten und euch in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Vielen Dank, Tassilo, es war wirklich fantastisch. Du hast viele Sachen gesagt, die ich noch nicht wusste. Das beeindruckt mich immer am allermeisten. Ich freue mich, wenn ich von Kollegen lernen kann. Das ist einfach ein Traum. Und tolle Bilder hast du gezeigt. Die Einladung, es war mir ein Vergnügen. Es war auch ein Unikum, habe sowas noch nie gemacht und muss sagen, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Schön, das freut mich. Danke für die Aufmerksamkeit auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielleicht darf ich noch einen Punkt ergänzen, der ein bisschen nicht gefehlt hat, der einfach nur ergänzt werden kann. Es ist so, dass Nachtfalter beispielsweise insbesondere auf weiße Blüten gehen, weil die nachts eben auch tatsächlich relativ stark strahlen. Schwärmer beispielsweise, die dann eben schwirrend vor den Blüten stehen. Deswegen haben die häufig auch nochmal genauso einen langen Kelch, wo man eben reingehen kann. Und das Schöne daran ist, dass die auch noch sehr intensiv duften in der Regel. Genau. Das ist also auch nochmal eine Idee, was man im Garten gut anpflanzen kann. Und es ist wirklich wunderbar, wenn man eine schöne Pflanzensammlung mit Weiße hat, sich abends davor zu stellen, nicht nur, weil es gut riecht, sondern manchmal gibt es echte Schwärmeranflüge und man hat dann also zig große Nachtfalter, die dann direkt von Blüte zu Blüte schwirren. Ja. Das sieht wirklich ganz klasse aus. Auch Nachtkerzen ist eine Blüte, wie man sagt, eine Blume, die man im Garten gut pflanzen kann. Genau. Sehr schön. Und vielleicht ganz schnell noch am Schluss, das habe ich nämlich total vergessen, es gibt noch eine andere Gruppe von nachtaktiven Blütenbestäuber, allerdings nicht bei uns, die gibt es nur in den Tropen, das sind Fledermäuse. Das ist die Blüte von dem Kalebassenbaum, die wird von den Fledermäusen über ihr Echoschall ausfindig gemacht, die stoßen über die Nase Peillaute aus, die von der Blüte reflektiert werden. Und auf die Art und Weise findet die Fledermaus auch bei einer stockfinsteren Neumondnacht sicher zur Blüte. Darüber hinaus verströmt die Blüte auch noch einen sehr aparten Duft, der an verbranntes Plastik erinnert. Also ganz andere Präferenzen als diese feinen Jasmindüfte bei den eben erwähnten Nachtfalterblüten. Und die Blüten sind meistens nicht weiß, weil die Fledermäuse sich kaum auf optische Reize verlassen, sondern meistens grün oder braun gefärbt. Ist aber was rein tropisches, weil diese Blumenfledermäuse bei uns den Winter nicht überleben könnten. Die können wirklich nur so viel Energie tanken durch die Nektarnahrung, dass sie gerade mal über den nächsten Tag kommen, könnten aber keinen mitteleuropäischen Winter überleben. So, jetzt habe ich schon wieder viel erzählt. Ja, super. Wir haben wirklich einen Ritt von uns, vom eigenen Garten nach Kanada, in die USA, in die Tropen gemacht. Wir waren in Madagaskar, eine kleine Weltreise mit dir hier gehabt. Das ist total schön. Der Andreas Fleischmann wird kommende Woche aus seinem Garten live berichten, wird ganz, ganz viel, wahrscheinlich zu fast 100% heimische Sachen zeigen. Da haben wir einen ganz starken Kontrast. Der geht auch nochmal intensiv darauf ein, wie bekommen wir denn überhaupt eine Pflanzenvielfalt von heimischen Pflanzen in unseren Garten oder auf unserem Balkon hin. Das vor allem auch mit einem sehr, sehr günstigen Weg, in dem man zum Beispiel Samen sammeln geht oder sowas. Aber ich möchte nicht zu weit vorgreifen. Es lohnt sich, dabei zu sein nächste Woche. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram oder auf E-Mail-Newsletter. Tassilo, ein fantastisches Webinar hast du uns geliefert. Ich bin begeistert. Und vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Teilnehmer. Wir haben insgesamt 55 Teilnehmer gehabt. Ein ganz toller Erfolg. Ich freue mich sehr.